Ja, hallo liebe Leute, willkommen zum dritten Part des Let's Play Football Manager. Und ich werde jetzt mal wie immer das Safe Game laden und dann schauen wir uns doch gleich mal das erste 3D-Spiel an. In der Vorbereitung weiß jetzt gerade nicht gegen wen, müsst ihr jetzt eben nachgucken. Ja, und zeig euch das mal, wie so die Spielgestaltung aussieht. Ach ja, gegen Chivas. Danach geht's gegen den HSV. Interessantes Freundschaftsspiel. Und dann schon hier im Pokal gegen Halle. Also wir haben eigentlich nur zwei Vorbereitungsspiele, wie ich das sehe. Ja, das ist überschaubar. Vielleicht zeige ich euch dann doch beide. Also ich dachte, das wären weniger, mehr. Aber dann geht das. Ja, Aufstellung. Erstmal gucken, ob Robben fit ist. Und ich hätte auch gerne Wolczek anstatt von Breno hier auf der Bank. Machen wir das doch so. Tun wir hier weiter hinten. Ja. Ein Robben ist fit. Dementsprechend würde ich mal sagen, kann er für Thomas Müller spielen. Ja, ist natürlich eine Wahnsinns-Konkurrenzsituation, wenn jetzt erstmal so, denke ich, in das Spiel gehen. Match Preview sieht man jetzt hier oben. Und noch welche anderen Freundschaftsspiele anstehen. Also eine ganze Menge. Kann man sich denn anschauen? Muss man natürlich nicht. ja, sieht hier, wo das Spiel stattfindet, im Estadio OmniLife. Jo, und trockenes Wetter, 21 Grad. Hält sich gut an. Ja, wir können 12 Auswechslungen machen, aber mein Gott. Machen wir das mal. Definieren wir die mal vor. Achso, ja, ein Torhüter sollte man eigentlich auch auf der Bank haben. Ich habe mir das ein bisschen abgewöhnt aus der FIFA-Reihe, weil sich der Torhüter da nie verletzt. Aber hier ist es wahrscheinlich schon sinnvoll. Naja, im Vorbereitungsspiel vielleicht noch nicht. Da kann dann zu nur da ein Feldspieler rein, das ist mir Wurst. Okay, hier sieht man dann die beiden Aufstellungen, eigentlich ziemlich ähnlich. Das von den Gegnern sieht etwas defensiver, aber etwas kompakter aus, etwas offensiver aus, auf den ersten Blick aber natürlich auch sehr kompakt. Ich denke, da können wir über die Flügel viel Unheil anrichten mit Robben und Ribéry. Ja, weitere Übersicht. Das kann man hier, glaube ich, eher nochmal sagen, welchen Spieler man in Manndeckung nehmen soll und so weiter, aber das machen wir jetzt mal nicht. Es sei denn, man hätte wirklich mal einen super Gegenspieler, den man irgendwie decken müsste. Aber in so einem Freundschaftsspiel ist das ja noch nicht der Fall. Ja, Overall Team Talk, bla bla bla. Fangen wir erstmal vorsichtig an. Man kann natürlich auch aggressiv das Ganze formulieren, man kann gar nichts sagen. Und hier immer weiter runter gehen. Von aggressiv bis harmlos. Oh. Das war wahrscheinlich jetzt nicht so gut. Dann müssen wir die vielleicht nochmal ein bisschen aufmuntern. Funktioniert auch nicht. Egal. Wir gehen ins Spiel. Bei den Freundschaftsspielen ist es sowieso egal, wenn die Spiele ja wahrscheinlich einigermaßen erfolgreich gestalten. Und ja, hier kann man jetzt die Kamera wählen. Oh, ich glaube, das gibt ein Gegentor, nein. Ich spiele eigentlich immer im Sideline, wenn man da am meisten sieht, weil bei dieser Directors-Kamera, naja, sieht man nicht so viel. Na, letztendlich. Man kann jetzt das volle Spiel hier sehen, die Geschwindigkeit wählen, also wenn ich jetzt so mache, dann laufen sie sehr schnell, wenn ich so mache, dann laufen sie in Zeitlupe. Hier ist wahrscheinlich irgendwo dann die richtige Geschwindigkeit anzusiedeln. Ich mache meistens die Extended, weil sonst einfach viel zu lange dauert, beziehungsweise Key. Das war also nur die Schlüsselszenen, die uns hier gezeigt werden, und wird das hier simuliert. Ja, in so einer Art Fortberechnungskommentarmodus. Beim Fußballmanager, also beim deutschen Pendant, gibt es ja so eine Sofortberechnung, wo man dann direkt das Ergebnis sieht.
Hier ist das nicht der Fall. Hier müsste man jetzt auf Commentary stellen oder Only Commentary und dann Matchspeed erhöhen und so weiter. Und dann ist man auch relativ schnell durch mit dem Spiel. Was man natürlich auch machen kann, ist das Ganze sich im 2D-Modus anzugucken. Finde ich auch sehr gut, dass man das direkt umschalten kann, direkt umswitchen kann. Also man hat ja nicht, muss ja nicht vor dem Spiel sagen, ich möchte das ganze Spiel 2D gucken oder ich möchte das ganze Spiel 3D gucken und so weiter. Das muss man nicht und das finde ich eine ganz gute Sache. Oh, ist ein Gegentor, also wir schlagen uns gerade nicht wirklich gut. Aber ja, ich habe ja bislang auch sehr, sehr stark auf Kondition gesetzt. Ich denke, das wird sich dann auch noch steigern alles mit der Zeit. Vielleicht finden wir noch ein Spiel, sind ja erst ein paar Minuten hier. Spielt Bad Stöhr die linke Seite. Nimmt Dribbling mit. Ja, zieht mal rein, genau, so habe ich sie mir auch empfohlen. Dass er auch mal reinziehen soll mit dem rechten Flanken kann Ribéry mit dem ersten Versuch. Ja, das sieht doch schon etwas besser aus. Ja, ansonsten kann man natürlich jetzt jederzeit hier die Taktik ändern. Man kann eine schnelle Taktik machen. Man kann auch eine schnelle Auswechslung machen. Oh, schon wieder, glaube ich, Latte oder Pfosten. Ja, ansonsten guckt man dem Spiel zu, guckt, was die Leute machen und kann dann dementsprechend natürlich darauf reagieren oder sich daran erfreuen. Im Moment erfreut mich das hier gar nicht. Aber es ist ja auch erst das erste Testspiel und wir haben noch eine Menge Zeit, denke ich. Die Mannschaft hat die Match-Fitness nicht. Ich denke, taktisch sind wir gut eingestellt. Nur wir haben halt ja, so Klinsmann-mäßig nur Kondition trainiert. Und das ist auch das 0:1 durch Torres. Ja. War dann vielleicht doch nicht so die gute Idee, so stark auf Kondition zu gehen. Aber vielleicht wird es sich ja im weiteren Verlauf der Saison noch auszahlen, wer weiß. Nein, ob. Ja, man sieht, die Spieler sind einfach gar nicht spritzig, sind nicht schnell dabei. Ja, wirken sehr, sehr träge und ich denke, das ist dem Training geschuldet. Hoffe das zumindest. Ansonsten haben wir ein Problem. Ansonsten steigen wir ab. Nein, aber. Oh, wäre jetzt ein Tor gewesen. Aber leider abseits. Aber das sah schon etwas besser aus. Ich dachte eigentlich, dass wir das Spiel gewinnen, aber Moment. Sieht doch sehr bescheiden aus. Und ich muss dann doch das Training, ja, das habe ich ja schon gemacht, aber ich muss es dann doch nochmal auf Taktik, auf Ballkontrolle und so weiter fixieren. Weil das doch arg schlimm aussieht gerade. Klar, es ist nur ein Testspiel, aber wenn das so weitergeht, dann kriegen wir ja Probleme. Das Gute ist schon mal, dass das erste Pokalspiel gegen einen unterklassigen Verein ist. Jo, das ist eigentlich hier so das Hauptaugenmerk, so der 3D-Modus, man sich deine Spiele anschaut, guckt, ob die Einstellungen greifen. Und das ist das Tagesgeschäft und dahinter sind dann so diese Sachen wie Transfers, irgendwelche Gespräche, Interviews, die man immer wieder führen muss.
Ja, wie das eben nackt ein echter Manager auch macht. Oh mein Gott, was für ein Konter hier zum 2-0. Ja. Da überlegst du dir ja fast, ob du es nochmal neu lädst, aber sowas machen wir nicht. Da stehen wir zu. Robben jetzt mal. Mit dem 1 zu 2. Immerhin. Aber zufriedenstellend tut mich das natürlich alles nicht. Mann, für doch den Einwurf auf, du Lusche, Mann. Ja, es sieht teilweise etwas hölzern aus, aber es geht. Also, das Spiel ist schon echt in Ordnung so. Macht schon Fun. Natürlich mehr, wenn man selber spielt, das ist ja klar. Ja, bisschen motivieren wollte ich eigentlich nicht machen. Ja, es war vielleicht ein bisschen blöd jetzt von mir, was ich hier gemacht habe. Was jetzt passiert in der zweiten Hälfte, weil wir können auch mal eine Auswechslung vollführen. Die Zeit läuft hier übrigens weiter, deswegen muss man immer pausieren und mal Müller für Kroos bringen. Beziehungsweise auch mal Waldscheid reinbringen. Der ja neu dazu gekommen ist. Hier muss man nochmal auf Confirm Subs gehen, das ist ein bisschen komplizierter als beim Fußballmanager, aber es geht. Oh, nächste Chance von Robben. Er macht heute einen sehr guten Eindruck und wird schwer für Thomas Müller natürlich da auf der rechten Seite an ihm vorbeizukommen, wenn er sich nicht verletzt. Aber vielleicht kommt er ja Toni Kroos vorbei. Ja, ich denke, wir hatten auch unsere Chance in dem Spiel jetzt hier. Vielleicht ein bisschen unverdient, aber natürlich kannst du in der Defensive souveräner auftreten. Und dann passiert sowas nicht, dann steht es jetzt 1-0. Ne? Ja, gute Parade von Neuer, der muss auch etwas reinfinden jetzt erstmal. Und ja. Wiederum sicherlich ein Aktivposten heute. Gefällt mir gut. Unfassbar. Ja, man sieht, dass den Spielern so ein bisschen die Frische spielt, den Mittelfeldspielern spielt so ein bisschen die Sicherheit beim Torschuss. Da sind viele Einzelaktionen noch dabei. Oh, jetzt wieder von Waldschmidt und nicht das 1 zu 3, was es hätte sein können. Ich stelle gerade fest, dass so ein 3D-Spiel doch schon extrem lange dauert, dass wir noch auf Key-Szenen stellen, aber es gab auch viele Szenen, die man schlecht waren in der Defensive.
Ja, mir wären nationale unterklassige Gegner irgendwie auch lieber gewesen, aber das ist auch so eine Sache hier mit den Testspielen, die werden von Anfang an festgesetzt. Beim Fußballmanager, dem deutschen Pendant, kann man das ja selber festlegen, was ich deutlich besser finde eigentlich auch. Müsste eigentlich beide Spiele zusammenlegen, hätte man ein perfektes Spiel. So das Drumherum vom Fußballmanager und taktischen Möglichkeiten hier vom Footballmanager, dann hätte man ein sehr gutes Spiel. Aber es ist wie so oft, das wird glaube ich nicht passieren. Na, jetzt machen wir natürlich Druck, weil wir konditionell stärker sind. Also langsam kommt die Match-Frische. Schade. Ich denke auch, dass wir mehr Möglichkeiten hatten in dem Spiel jetzt. Muss eigentlich das 1-2-2 sein, also man sieht ja an der Szene, dass wir noch nicht richtig drin sind. Im Rhythmus und dass da noch viel Arbeit im Training vor uns liegt, aber ich denke, taktisch ist das Ganze ganz okay. Aber besser, du verlierst ein Vorbereitungsspiel als dann ein Saisonspiel. Direkt. Ach, nur falsches von Robben, zu schwach. Auch wenn er sicherlich heute der Aktivposten schlechthin war. Und jetzt ist Schluss. Ja. Nein, wir sind schon zufrieden. Ich sag jetzt einfach mal Anlack, das stimmt ja auch. Man sieht das, naja gut, Anlack. Es geht. Hätte auch ein Unentschieden sein können. Insgesamt fand ich Chivas hier sehr, sehr stark. Wenn ich mir das mal angucke, was sie für einen Kader haben. Joa. Es geht, ne? Der FC Bayern schon einen besseren Kader und so ein Spiel muss man natürlich eigentlich gewinnen, aber gut, haben wir nicht getan. Gut, Confidence Level, aber mein Gott, das wird schon noch. Also die Fans fanden es nicht natürlich nicht so toll. Aber in 3 Tagen geht es gegen den HSV und dann wird es dann besser. Hoffentlich. Denn das war natürlich gar nichts jetzt. Muss ich ganz ehrlich auch sagen. Das war nichts. Fertig. Oh mein Gott. 20 neue E-Mails. Das interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich frage mich, ob man das auch abstellen kann, weil das echt nervt. Dass man hier jedes Mal wie ja, so wie unwichtige E-Mails bekommt, dass Juventus jetzt die Jogo gekauft ist, okay. Das ist mir aber eigentlich egal im Moment. Und ja, muss ich mich mal darüber erkundigen, ob man das ausstellen kann. Ja, Toni Kroos hat keinen Bock auf Training. Also so würde ich ihn jetzt eigentlich nicht einschätzen. Oh, das ist jetzt auch hier sehr interessant. Man kann die Spielfeldbreite nehmen, dann nimmt man natürlich das Breiteste. Ja, ist ja schon. Das ist immer ganz gut, finde ich, wenn du einen Testspieler
technisches Spiel machen willst, in die Breite das Ganze ziehen willst und brauchst auch ein großes Spielfeld, so wie Barcelona das ja auch hat maximal erlaubt und das ist immer gut. Ja, das hat mich alles nicht. Das ist ja sehr wichtig. So, jetzt haben wir das Spiel und an dieser Stelle sage ich erstmal ciao. Bis zum nächsten Part gegen den HSV. Ich hoffe, da machen wir es besser und ja, hoffe, dass ich euch dann wieder begrüßen darf.